Hallo und herzlich willkommen zu Jungle World. Mein Name ist Mark Coxy und wir spielen Mr. Bean Jungle World und wir wählen einmal hart aus. Get ready, go! Wir sind Mr. Bean und versuchen es noch einmal. Ein Jump and Run Spiel, wo wir überall rüber jumpen müssen. Und rennen tut er ja ständig. Was passiert? Oh. Und da kommt schon die erste Werbung. Ja, wir haben wieder Mittwoch, das heißt, wir testen wieder ein Android-Game aus dem Android App Store. Und ja, da bin ich dann mal gespannt, wie das denn so rüberkommt, dieses Mr. Bean Jump'n'Run. Oh. Also die Grafik ist schon mal hundsmiserabel schlecht. Oha. Die Musik. Naja, oh scheiße. Geht so. Aber sagen wir so, die Musik, die ist echt... Achso, nee, die Grafik ist echt... Also, da habe ich schon mal schönere Spiele gesehen, durchaus. Ich weiß jetzt ja nicht, wie alt das ist, aber von der Grafik sieht es aus, als ob das Spiel schon 10 Jahre alt wäre, beziehungsweise vielmehr das erste Android-Game war, wo es gibt. Also nur so aus dem rein grafischen Aspekt. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die Entwickler auch kein Geld. Ja, nein! Ich weiß ja nicht, ne? Scheiße, ey! Wieso ging das vorher so gut? Nein! Das gibt's doch nicht. Das ist doch easy hier. Ich versteh's nicht. Also gut, noch einmal. Hopp, 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 hopp. Gut, das war knapp, ne? Get ready to hard rock, go! Oh, war ja. Alter, was geht ab, ey? Was geht? Oh, ich denke immer, es geht von links nach rechts. Aber das scheint ja hier sozusagen zu wechseln. Oh nein, das war knapp. Nein! Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich hätte auf Download gedrückt. Ja, sagen wir so, man kann das Spiel schon durchaus testen. Aber ein Langzeitspaßfaktor, na, ich weiß ja nicht so ganz, ob das so das Wahre ist. Ist auf jeden Fall mal nett gespielt zu haben. Aber langzeitmäßig kann man das eigentlich vergessen. Wobei, eigentlich macht es ja schon ein bisschen Spaß. Das muss man schon sagen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlecht. Aber ich denke halt, dass die Grafik doch eher mehr so zum abschreckenden Teil sein wird. Ne, Projekt wollen wir nicht wiederherstellen. Ich arbeite mal wieder an zwei Dingen gleichzeitig. So, jetzt haben wir hier wieder diesen Hobbit Run. Jetzt sind wir wieder langsam. Oh, das war knapp, ne? Aber wir haben das Level komplett geschafft. Okay, weiter geht's. Wir müssen natürlich so viel wie möglich von Münzen einsammeln.
Wozu wir die brauchen, kann ich gar nicht sagen. Nein. Aber ich würde sagen, wir sammeln die einfach mal ein. Oh, das war kein guter Sprung. So, ich würde sagen, wir halten das ganze Spiel relativ kurz. Also einfach so runterlaufen ist nicht. Da muss man sich schon mehr anstrengen, ne? Aber ich würde sagen, bis Level 10. Und dann passt das Ganze. Wenn ihr natürlich, oh weia, mehr von solchen Spielen möchtet, dass ich sie zocke, oder ihr einfach nur eine Fortsetzung mögt von einem Teil, dann lasst es mich wissen. Oh. Dann werde ich da natürlich noch einen zweiten Teil spielen, gar keine Frage. Und wenn ihr noch mehr Videos wollt, sogar noch einen dritten und einen vierten. Aber dazu muss es dann wirklich beim dritten und beim vierten Part mir einigermaßen Spaß machen. Und bei diesem Spiel wäre das zum Beispiel der Fall. Ja, endlich. Junge, Junge, Junge. Ja, komm, Level 10 machen wir noch. Da merkt man schon, ist so ein kleiner Suchtfaktor vorhanden. Auch wenn die Grafik nicht so doll aussieht, Spaß machen tut's trotzdem. Was wir mit den Münzen machen können, kann ich immer noch nicht sagen. Das gibt's doch nicht. Was war das denn jetzt? Irgendwie ist es immer verlockend, durch die Fässer durchzurennen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da können irgendwelche Bonis rauskommen. Aber wenn ich da dagegen knall, ist Game Over. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag dann einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, die Werbung wollt ihr jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Naja, egal. Tschüss.